Willkommen, Kinderlein, zum neuesten CSGO Overwatch. Heute sollte, wenn ich alles richtig hochgeladen habe und richtig gerechnet habe, der letzte Tag meines Urlaubs sein. Und dann müsste ich eigentlich morgen oder eben am darauffolgenden Tag wieder zurück sein. Ich glaube, ich habe es ganz gut abdecken können, beziehungsweise ich glaube, dass kein Tag ohne Video rumging hier jetzt die letzten vergangenen Tage. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich wollte immer abwechseln, also dass nicht zweimal das gleiche hintereinander kommt, aber ich habe ein Overwatch zu viel. Wahrscheinlich wird es jetzt am Ende sich irgendwie dann doppeln, beziehungsweise eben an zwei Tagen hintereinander wird es Overwatches geben. Aber sie gefallen euch ja, oh nice, und von daher ist es ja völlig in Ordnung. Hört ihr die Musik? Ich weiß nicht, ob man es jetzt gut hört, das ist jetzt halt auch echt eine leise Stelle. Ich habe es etwas lauter gemacht. Jetzt hat man es gehört, oder? Das hört man, ja, labert nicht, das hört man. Ich habe da so eine Liederstrecke, so eine Strecke, die geht über eine Stunde und da sind halt manche Stellen oder manche Lieder leiser als andere und darum mag es manchmal so scheinen, als wenn gar nichts an wäre, what the fuck. Aber, ja, die Mucke läuft. Also jetzt zumindest, ab und an vergesse ich es ja. Aber ich versuch da dran zu arbeiten. Achso, jetzt fällt mir auf, ich habe die Webcam gar nicht an. Naja. Das kann nicht alles funktionieren, nicht wahr? Egal, passt. Sobald ich wieder aus dem Urlaub zurück bin, ist dann alles wieder, geht alles wieder die normalen Wege und dann wird schön reingehasselt. Und ja, ich habe, glaube ich, vorgestern oder vorvorgestern das Video gebracht, wo ich über so ein paar Änderungen gesprochen habe auf dem Kanal, beziehungsweise über Anpassungen. Ich denke, das habt ihr alle gesehen. Es wird wieder richtig geiler Kram kommen, also einfach so wie früher. Richtig edle, aufgeschisselte Videos, mit allem möglichen, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Es kamen jetzt die Woche zwei oder drei, ne, ich glaube bis jetzt noch zwei Projekte. Die brauchen halt wieder viel mehr Zeit, also da kann ich dann nicht jeden Tag sowas raushauen. Deswegen gibt es natürlich auch Lückenfüller wie eben Overwatches und so. Aber ja, es gibt jetzt wieder dicke, fette Sachen, auf die ich mich auch selbst sehr freue. Also so habe ich halt früher den Kanal begonnen. Damit habe ich als Barrel... Macht er hier überhaupt irgendwas? Ist der irgendwie am Cheaten, der Kerl? Als Barrel damals seinen eigenen Kanal aufgemacht hat, habe ich mir gesagt, ich mache jetzt einfach voll die fancyen Hardcore-Wurst-Videos mit allen möglichen so Randomness of Doom. Und das hat mir echt gefehlt irgendwie. Ich war noch nie jemand, der sich so extrem versteift oder vertieft in irgendein spezielles Thema, sondern der einfach alles Mögliche macht. Und CSGO war doch jetzt also etwas über ein Jahr sehr intensiv. Und ja, ich bin einfach wieder froh, das war kein Teamkill. Bin einfach froh, dass jetzt auch wieder richtig geiler Scheiß kommt. Mit Abwechslung einfach. Ja, Abwechslung. Ich glaube, das ist der Punkt. Ha. Was treiben die? Ich verstehe es nicht ganz. Die laufen dumm rum. Also die Tees spielen recht langsam vor sich hin. Die CTs rennen rum, tauschen ihre Taser und schmeißen Scheiße rum. Er versteckt sich jetzt hier auf dem Spot und hofft, dass sie kommen. Netter Flick war das. Der ging nicht so ganz rein, beziehungsweise wäre vielleicht reingegangen, wenn die Wand nicht da gewesen wäre. Also, er weiß schon so ein bisschen, oder er hat sich jetzt eben schon sehr stark gedacht, dass der Gegner genau da steht, hinter diesem Elektro-Teil, hinter Electric, aber ist ja auch vorauszusehen in so einem Moment. Also, wenn er nicht bei Popdog steht, steht er bei Electric. Haben wir etwa wieder einen etwas schwereren Fall? Ist es etwas angenehm? Ich glaube, es ist angenehm. Ich glaube, sie sprechen sich auch ganz gut ab. Wow. Ich wollte eben noch, oder vor ein paar Sekunden noch sagen, es wirkt wie High Skilled, aber so wie er rumzappelt und rumhampelt und nicht richtig irgendwas macht, wirkt es so, als wenn es doch gar nicht so High Skilled wäre, wie ich gedacht habe. Wir schauen mal in die Stats rein. Das ist irgendwie merkwürdig. Was ist da los? So, unser Suspect steht wirklich überhaupt nicht gut da. Es sieht generell ziemlich normal aus. Wir gucken. Okay, den hat er schon weggewurstet. Aber das ist auch eine Stelle, an der man sich jetzt nicht zwingend aufhalten sollte als T. Gleich kommen zwei von Popdog. Die flashen da jetzt. Na, die smoken da jetzt raus. Oder flashen. Achtung. Okay, der ist schon mal weg. Also die T's. Nee, sie zerschellen. Man kann es ja gar nicht zerschellen, denn ich wollte gerade sagen, sie zerschellen an den CTs, aber sie haben ja schon zwei Runden geholt und die letzte Runde jetzt war ja wirklich recht nice, also da kann man nichts sagen. Der eine, seht ihr das? Hat keine Schritte. Das könnte Demo-Fehler sein, aber es ist auch irgendwie was anderes. Es ist auch irgendwas anderes, wenn die Schritte... Oder es ist ein Indiz oder kann ein Indiz für etwas sein, wenn die Schritte visuell nicht angezeigt werden. Seht ihr das, wie der rutscht? Ist das ein Fake-Lag?
dem sein Mate hinter ihm, ne? Die Nummer 4. Der rutscht über den Boden ohne... Seht ihr das? Es könnte ein Demo-Fehler sein, aber ich habe auch gerade vor kurzem von jemandem geschrieben bekommen oder habe mich ein bisschen informiert und gelesen, dass es hängt mit irgendwas zusammen, mit irgendwas Illegalem. Wenn die... Aber er macht Steps, er macht auf jeden Fall Geräusche. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Vor allem haben wir jetzt auch ihn hier als Suspect und nicht sein Mate. Und bei ihm würde ich sagen, sieht man jetzt nicht so... Also es könnte Vermutungen wären, vielleicht ein leichter Aimer oder sowas. Aber es ist einfach viel zu unsicher, da irgendwas sagen zu können. Also ich bin auf jeden Fall noch clean bei... Also denke, dass er clean ist. Ja, aber das wäre so eine Vermutung. Beziehungsweise, nee, es ist noch nicht mal eine Vermutung. Ich meine, das ist halt das, was man jetzt sagen könnte, aber das kann man wahrscheinlich bei so gut wie jedem sagen. Außer bei jemandem, der rückwärts schießt oder sowas. Wenn er eigentlich nach vorne schießen will. Wow. Die machen einen richtig dicken Rush alle da durch. Und er frisst. Also, irgendwie kann man hier wirklich nicht viel sagen. Er spielt einfach recht dödelig vor sich hin. Lass doch mal noch ein bisschen auf sein Crosshair-Placement gucken. Also, er guckt ab und an doch ziemlich niedrig. Aber, ja, es muss jetzt auch nichts heißen. Außer man wollte jetzt wirklich abwägen, ob er jetzt vom Skill her eher high oder low ist. Da geht es dann schon eher in Richtung nicht so gut. Aber seine Flicks sind schon echt nicht schlecht. Da war auch wieder drauf. Er hat ihn zwar nicht gelegt, aber da war auch wieder drauf. Die Flicks hasseln schon echt hart rein. Und dafür, dass er dann wiederum sonst so ein merkwürdiges, leicht verschobenes Aiming, beziehungsweise Movement und Aiming hat, ist es gar nicht so übel, dass er dann so hart reinschlägt. Aber das war wiederum, naja. Naja, also ich kann da jetzt, glaube ich, gar nichts sagen bei diesem Fall hier. Das wirkt vollkommen normal. Ich glaube, das ist auch die letzte Runde, wenn ich richtig mitgezählt habe. Müsste das die letzte Runde sein. Also wenn jetzt nicht irgendwas ultra auffälliges passiert, dann war es das. Wobei es selbst in der letzten Runde eher schwierig ist, dann zu sagen, oh, ich glaube, er hat doch einen. Weil eine Runde eigentlich ausreicht. Also außer es ist was Hartes. Ich hatte jetzt gerade davor, bevor ich diesen Fall aufgenommen habe, habe ich eingeladen. Und da hat dann natürlich jemand direkt wieder Spinboard aka Anti-Aim am Start. Also hat nur auf den Boden geschaut und sich gedreht und hat den Leuten die Fresse poliert. Da reicht natürlich schon, da reichen ein paar Sekunden, um das zu bestätigen. Da habe ich dann durchgespult und ihn natürlich direkt verurteilt. Aber hier? Ha! Die Tees holen jetzt auch ganz gut auf. Oh, der ging sogar in den Kopf. Wow. Der kommt jetzt... Der kommt gleich raus. Mal gucken, ob er jetzt zur City rennt oder hier einfach abwartet. Okay. Ah, der eine ist bei City. Nummer 1 ist bei City. Das heißt, das ist nicht so zwingend erforderlich, aber das ist die 4 jetzt auch einfach... Na gut, kann man machen. Kann man machen. Okay, das Blümchen wurde gelegt. Sie werden geflasht, gesmoked und gemollied. Die Granaten, die Gegner benutzen, das zeugt schon irgendwie von einem gewissen Skill. Nicht im ultra guten Skill. Ich will auch nicht sagen, dass sie richtig krass geworfen sind, aber dass sie überhaupt so viele benutzen, ist schon gar nicht so übel. Also gerade im Low-Elo-Bereich werden die Sachen nicht so oft benutzt, nicht in dieser Frequenz, wie sie es hier machen. Also das ist schon wirklich nicht schlecht. Kann jetzt nicht Silber sein oder sowas. Hm. Noch eine Runde, okay. Da kommt mir das nur gerade so vor, weil das schon so ultra lang geht. Haben wir das Warm-Up mitbekommen? Nee, Warm-Up haben wir nicht mitbekommen. Die haben ein paar Runden ausgespielt, ne? Deswegen kommt mir das so lange vor. Naja. Also ich glaube nicht, dass da jetzt noch was nachkommt bei ihm. Das wäre doch jetzt sehr überraschend. Und falls ja, müsste ich glaube ich sogar nochmal reingucken in den Fall. Also ihn nochmal von vorne anschauen. Und ein bisschen durchspulen, um mir da überhaupt sicher zu sein. Aber im Moment, er spielt so komisch vor sich hin. Eben hat er voll gezuckelt. Habt ihr das gesehen? Wow. Was war der erste Schuss für einen Versuch? Hat er da mit Absicht versucht, so weit wie möglich vom Gegner wegzuschießen? Okay, die Bombe geht jetzt gleich planten. Sie sind zu zweit, das heißt, Popdog geht jetzt 100 pro runter. Ja, der geht runter, der andere... Oh Gott, er hat alles noch nicht geplantet. Ah, er hat sich um den Popdog-Spieler gekümmert. Wow, das hätte er ins Auge gehen können, mein Freund. Er guckt sich nochmal kurz vor seinem Ableben die AK an. Aber was macht er jetzt? Also ich weiß gar nicht, was ich in seinem Fall machen werde. Wahrscheinlich auch so ein bisschen abwarten. Ich hätte Schiss, dass er um die Ecke kommt, der AWPler, und mich halt dann irgendwie lucky wegholt. Wow, man hat den Ding gehört, also hat er wirklich gut eingegriffen auf Gehör hin. Er hat gehört, dass er den Molly zieht und ist dann sofort hin. Wirklich nicht schlecht. Also ich würde ihm immer mehr Skill zusprechen oder diesem gesamten Spiel immer eine immer höher werdende Elo zusprechen. Er geht jetzt auch direkt auf den Plant. Nicht schlecht, nicht schlecht. Zieht er auch durch? Ja, er zieht durch. Er hat gemerkt, dass das seine Chancen extrem erhöht.
Wenn er durchzieht, aber nicht, wenn er rumspringt. Hm. Vor allem, warum behält man dann die AWP? Hat er, glaube ich, eine Diegel, oder? Als zwei Bumme. Da hätte ich doch lieber die Diegel in die Hand genommen, anstatt irgendwie da jetzt großartig zu versuchen, ihn da rumzuhasseln. Mit der AWP. Naja, warum nicht? So. Krass, der Fall ging aber echt lang. Das war echt ein langes Teil. Also ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Ich hab gar nichts gesehen. Also es war alles in Ordnung. Ich kann davon keiner Cheaterei sprechen in diesem Fall. Deswegen werde ich ihn auch einfach jetzt so wegdrücken, den Kollegen. Und ja, so weit, so gut. Also wie gesagt, ab morgen bin ich wieder am Start. Das heißt, das heißt eigentlich gar nichts. Ich bin dann einfach wieder da. Und ab Dienstag gibt es dann wieder die Streams und so weiter und so fort. Also jeden Dienstag, jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Krass, wie lange ich das schon nicht mehr gesagt habe. Okay, also dann macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben und hin und her. Generell vielen, vielen Dank für die Daumen, die ihr so rausgehasselt habt in den letzten paar Tagen. Einige, speziell Overwatches, haben die 100 Mal wieder geknackt. Das war echt nett und auch die Klicks waren echt krass. Also wenn ich die Betitelung ganz gut wähle oder ganz geschickt wähle, sage ich mal, dann kriegen die Teile an die 1000 Aufrufe oder sogar ein paar darüber. Das heißt, wir kommen zum alten Glanz zurück und das hat mich natürlich schon sehr gefreut. Ja, also vielen, vielen Dank dafür. Macht's gut, bis zum nächsten Mal oder bis morgen. Ciao, ciao. Achso, das ist natürlich die falsche Taste, nicht wahr? Ciao, ciao.